Hallihallo, Hallöle zu einem neuen Hubi-Vlog. Thema heute, ich muss mich mal wieder melden und auch gleichzeitig abmelden und weiter nach dem Intro. Ja, ich komme jetzt gerade von der Werkstatt, bei der BMW-Werkstatt wieder. Ich hole hier gerade meine GS ab und wollte mich noch mal melden vorher bei euch. Warum melden vorher? Marianne und ich fahren morgen in den Urlaub für 3 Wochen. Und da bei mir im Kanal nicht viel passiert ist in letzter Zeit. Sorry, hatte viel zu tun, beruflich wie auch privat als Mitveranstalter von der JV, der Jahreshauptversammlung der Motorvlogger, war ich einige Male unterwegs. Dann fehlte man mir ab und zu auch mal ein bisschen die Lust und so weiter und so fort, aber es geht noch weiter, keine Bange. Bedanken möchte ich mich bei jetzt in mittlerweile zahlreichen Abonnenten. Ich habe vor wenigen Wochen die 500er Grenze geknackt. Mal sehen, ob das nochmal wieder runter geht. Und unter 500, weil manchmal steigen auch mal wieder welche aus. Aber trotzdem, herzlichen Dank dafür, dass ihr so ein reges Interesse an meinen Filmen und Vlogs habt. Ja, Urlaub. Wo geht's hin? Marianne und ich fahren nach Norditalien. Wir werden erstmal ein bisschen östlich von Cortina d'Ampezzo, das müsste das, wie heißt das da, Julische Friaul oder so ähnlich heißen. Nach ein paar Tagen dort werden wir dann in die Dolomiten nochmal, bei Auer. Das liegt zwischen Bozen und Trient. Von dort aus wissen wir noch nicht ganz genau, wo wir dann hinfahren. Das machen wir auch so ein bisschen wetterabhängig. Zum Schluss, noch mal knapp eine Woche, haben wir uns verabredet mit Freunden im Südschwarzwald. Wir werden da noch mal so ein bisschen fahren. Wer Marianne und mich kennt, weiß, die Liste der Passknackerpunkte ist schon ganz schön lang, die wir da machen wollen. Und ja, und danach habe ich wieder reichlich Material. Ich habe ja sowieso noch Material von unserem Iseo-Urlaub. Also es wird spätestens im Herbst, Winter wird es dann mal ordentlich weitergehen. Was ich euch nicht vorenthalten will, ich hatte eben zwar noch schon was aufgenommen, aber irgendwie hatte ich da Tonprobleme. Dauernd da so ein Geknacke drin. Ich hatte da so einen Adapter dazwischen gesteckt, der mir das Kabel verlängert hat von meinem Helm zur Kamera. Da muss irgendwo ein Problemchen sein, was das die Kontaktfähigkeit betrifft. Deswegen mache ich das Ganze hier nochmal, jetzt auf meinem Motorrad. Ich hatte als Ersatzmotorrad eine A90 Pure, nannte sich die. Ein völlig anderes Motorrad wie die GS. Also ich habe das Gefühl, ich sitze schon wieder jetzt hier auf dem Sofa. Die A90 ist auch ein ganz anderes Motorrad, eine ganz andere Zielgruppe, sage ich mal. Das ist ein Motorrad für pures Motorradfahren. Man kann mit der mit Sicherheit auch reisen, geht auch. Man muss aber dazu entweder weiter der Sitzbank was machen oder sich nicht dran stören, dass man da so auf so einem Brett sitzt. Also mir tat schon da ganz schön wieder der Hintern weh. Ich habe immer knapp 90 bis 100 Kilometer bis zur Werkstatt. Und
ja gut, man sitzt da völlig anders drauf, sehr nach vorne orientiert, macht dann dadurch keine Probleme auf der Autobahn, schafft man auch ganz locker 120 bis 140 ohne Probleme. Ja, wie gesagt, man muss es mögen. Eigentlich ein schönes Motorrad. Einigermaßen spartanisch ausgerüstet, heißt im Grunde genommen, sie hatte Heizgriffe, sie hatte einen Tempomaten, aber selbst der Tacho war ohne ein Drehzahlmesser. Aber halt pure, gell? So, ansonsten Handlichkeit. Ich vergleiche es mit einer dicken GS, also die ist handlicher. Die ist williger, was in die Kurven reinfallen betrifft, etc. Weiß ich nicht, ob es am Reifen liegt oder einfach an dem Konzept oder was auch immer. Fetten 180er hinten drauf. Für mich persönlich, ich hätte da einen etwas höheren Lenker angebaut oder vielleicht auch sogar breiter, aber das ist alles eine Frage von, was mag man nicht. Das Motorrad hat eine Ausstattung, wo ich sage, genial, total geil. Und das ist der Motor. Der 900er Boxer ist richtig geil. So ein richtig knuffiger Motor mit 100 und ich weiß gar nicht, 112, 115 PS, glaube 80 kW ja das Ding. Hört sich knuffig an auf der RR90. Ist nur von den Ausmaßen alles ein Stück ein bisschen kleiner als der 1250er oder 1200er Boxer. Also richtig genial. Und ich habe mich immer gefragt, als ich dann das Ding gefahren bin, Mensch, der ist so geil, der Motor. Wieso gibt es eigentlich keine A90 GS? Diesen Motor in eine kleine GS, das wär's. Und das habe ich dann auch meinem Verkäufer jetzt eben gerade erzählt. Da sagt er, warte ab. Ist schon in Mache. Sagt er, guck mal in die Motorrad rein. Da ist wohl wahrscheinlich hat man einen Erlkönig erwischt. Schauen wir mal, ob das was wird. Sagt er eigentlich genau das, was ich da eben mir gewünscht habe, genauso in der Richtung wird was kommen. Das wird wohl irgendwo in 2023 wohl soweit sein. Eigentlich hatte man diesen Motor ja eigentlich aus dem Programm genommen. Mal sehen, was das denn für ein Motor ist. Vielleicht hat der ja dann auch schon, variable Nockenwellen oder was auch immer, dass man das auch in den kleinen Motor verfranst hat. So, ich möchte euch nicht lange, wie gesagt, weiter voll labern. Gerade jetzt hier auf dem Stück Autobahn. Das ist mit Sicherheit ein bisschen langweilig für euch. Ich werde dann nochmal einen Rundgang euch einblenden am Schluss um diese A90. Dann könnt ihr euch das Teil nochmal angucken. Zur Not geht ihr einfach auf die BMW-Seite. Da kann man sich das Ganze auch in Ruhe angucken. Schon erstaunlich, als ich hier eben lang fuhr mit der A90, war hier nichts mit Regen. Mein frisch gewaschenes Motorrad von der BMW-Werkstatt ist gleich wieder siffig und dreckig. Na toll. Gut, wahrscheinlich wird sie morgen sowieso siffig und dreckig werden. Wenn Mariana nicht losfahren. Wir haben Voraussicht 99% Regenwahrscheinlichkeit. Na Gott. Fahren wir halt im Regen dorthin. Und schauen wir mal. Okay. Und in diesem Sinne,
Bis demnächst, euer Hubiwan. Ciao, ciao.